Veneta. Panzer, ich begrüße Sie. Hallo. Wer ist da? Hier ist Panzer. Es geht sich um Folgendes. Die sind ja immer noch am Kloppen. Um was für eine Baustelle handelt es sich? Wo sind wir da draußen? Ja, da wo wir vorgestern schon waren. Ich bin ja jetzt im Hotel. In der Sieberniestraße? Ja, ja. Oder wo sind Sie? Ja, ja, genau. Was? Ich bin auf der Autobahn, Sie müssen ein bisschen lauter sprechen. Ich bin ja jetzt im Hotel. Jetzt ist es so, dass ich noch kurz zu Hause war oder jetzt gerade bin, weil ich ein paar Sachen vergessen habe. Jetzt kommt meine Frau und meine Tochter und mein Sohn früher nach Haus. Moment, ich verstand Sie gerade überhaupt nicht. Hier ist Dachdeckermeister Veneta. Ja, was richtig. Haben Sie da mit einem Hotel jetzt am Hut? Ich bin ja im Moment im Hotel 4 Jahreszeiten, seit 2 Tagen. Wir hatten ja, wir hatten ja gesprochen. Wir hatten miteinander gesprochen? Ja, ich hatte ja schon mal angerufen vor 2 Tagen und Ihnen gesagt, dass ich das mit der Klopperei hier nicht aushalte und in das Hotel gehe. Wo wir das Dach oben gemacht haben, der mich da angerufen hat. Richtig. Und dann kalt wird in der Wohnung. Ja, genau. Ich bin ja jetzt im Hotel seit 2 Tagen. Da kriegen Sie ja noch die Rechnung drüber. Jetzt ist aber das Problem, dass meine Frau und meine beiden Kinder jetzt auch mit in das Hotel müssen. Nur, dass Sie wissen, nur, dass Sie Bescheid wissen, dass die Rechnung ein bisschen höher ausfällt als geplant. Glöste, du hast eine Rintintin. Warum? Was? Ich habe dir doch alles verzählt, dass ich mit der Rechnung oder mit deinem Hotel habe ich doch überhaupt nichts mit am Hut. Ja, da bin ich doch seit 2 Tagen schon einquartiert. Wir machen doch die Dach, das ist doch morgen früh, soweit ich informiert bin, ist das doch abgeschlossen. Da sind wir doch fertig. Ja gut, aber dann kommt das Wochenende und da bleiben wir ja auch da. Hören Sie, hast du eigentlich eine Geflügelsalat gegessen oder musst du die Hühner noch fangen? Fickst du noch sauber? Was? Soll ich dir sagen, was ich hier für Probleme habe, dass ich mit dir die Jörg überhaupt telefoniere? Ja. Wir sind 3 Lehrjunge, die sind so doof, denen musst du noch erzählen, dass sie für die Telefonate die Hörer abnehmen müssen. 7 von meinen Angestellten sind krank. Ich fahre hier den ganzen Tag über der Autobahn, um die Baustelle, wo wir am Wölke sind, aufzuklappen. Dann rufst du mich an, dass ich für dich und den Tochter Hotel bezahle. Ja, gut. Ich war seit 10 Jahren selber nicht mehr im Hotel. Ja, gut, aber... Ja, bezahle doch selber. Es ist aber so laut hier, guter Mann, das haben wir doch... Ich habe ja nichts mit am Hut. Wenn du mich da eh mal anrufst, dann komme ich vorbei, dann kriegst du ihn auf wieder Kopf der Brust, 2 Paar Schuhe zum Bremsen, ja, aber du Idiot.